denkt er, der Käufer. Aber... Ne, da oben müssen wir hin. Aber in Wirklichkeit zahlt er natürlich drauf. Ne, wenn jetzt etwas um 20% billiger gemacht wird und am nächsten Tag um 20% teurer. Liebe Leute, ihr könnt ja rechnen, oder? Wie viel kostet es denn dann? Ich werde mal ein kleines bisschen Pause machen hier mit dem Reden. Da könnt ihr mal in der Zwischenzeit Kopf rechnen. Und wenn ich den ersten Baum da abgehakt habe, dann werde ich euch die Auflösung sagen. Na, seid ihr fleißig am Rechnen? Ist der hier neu oder alt? Nee, alt. So. Wunderbar. Ja, wenn etwas 20% billiger ist und ist am Tag vorher um 20% teurer gewesen als am Tag davor, also bisschen kompliziert ist das jetzt, aber fangen wir nochmal von vorne an. Also eine Hose kostet, sagen wir mal, 100 Euro. Na, die wurde um 20% billiger gemacht. Dann kostet sie nur noch, ne, rechnen wir 10%. Lässt sich leichter rechnen. Oh, ein Apfel, danke. Die kostet dann am nächsten Tag 90 Euro. Das ist ja noch einfach zu rechnen, 10% von 100. Und wenn man es dann wieder 10% teurer macht, kostet es etwa nicht etwa 100 Euro wieder, sondern kostet 99 Euro. Also 100 Euro weniger 10% plus 10% sind 99 Euro. Das sind die Geheimnisse der Prozentrechnung. Ja, habt ihr. Das ist schon alles nicht so ganz so einfach. Aber wer zum Beispiel was einkaufen will, der oder vielleicht nachher mal einen Beruf später in der Verkauf, ja, ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Leute Schwierigkeiten haben, Wechselgeld zu berechnen? Also wenn ich jetzt 9,85 € bezahlen muss und gebe ein 20, ups, da was hinter kommen die Bäume jetzt hier, und gebe einen 20-Euro-Schein hin. 9,85 € gebe einen 20-Euro-Schein hin. Wie viel Wechselgeld kriege ich zurück? Ist ja schön, dass es so viele Computer gibt, die das alles schnell ausrechnen können. Früher war das ganz anders. Da ist das nicht gegeben. Die Leute sind trotzdem, haben trotzdem ihr Geld verdient. Ja. 9,85 €, da habe ich 95 gesagt, nein, 85, sagen wir mal so, dann zählt man einfach nach oben, ja, wenn ich also 9,85 € habe, dann fange ich unten mit dem Kleingeld an rauszugeben. 9,85 € plus 15 sind 9,90 € plus 10 Cent sind 10 €, plus 10 € sind 20 €, die ich da hingegeben habe. Das heißt also, 10,15 € kriege ich zurück. Ist ja doch ganz simpel an und für sich. Waren wir da schon mal drin? Nee. Wo sind wir denn hier? Halt, da oben ist ja die Karte. Da war ich noch gar nicht drin. Na gut, wir wollen aber Holz sammeln. Wer trommelt da so rum? Außer mir jetzt. Irgendwo sind doch Viecher hier. Ah, ein Schaf. Das grunzt. Komisches Schaf. Wieso grunzt du, Schaf? Ach, du bist ein Schwein. Ja, sag doch das gleich. Ich dachte, du wärst ein Schaf, das Fremdsprachen kann. Ja, Schule. Haha. Ist euch schon mal aufgefallen, wie ein großer Baum, jawohl, noch ein großer Baum, noch ein großer Baum. Oh, da sind viele große, die lassen wir mal stehen. Ich nehme mal nur die kleinen mit hier. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn es euch nicht auffällt, gehört ihr leider auch dazu, dass viele Leute gar nicht mehr richtig die deutsche Sprache beherrschen. Ich werde euch jetzt mal einen Satz sagen hier. Dazu muss ich mal kurz hier anhalten. Der Satz heißt, das ist jetzt Deutschunterricht mit Minecraft, ne? Der Satz heißt wie folgt. Das Mädchen, das Minecraft spielte, hatte zu wenig Fensterscheiben gehabt, weil sie hatte zu wenig Sand gefarmt gehabt, trotzdem sie eigentlich Zeit gehabt hätte. So. Ihr könnt ja immer wieder zurückspulen, euch das nochmal anhören. Den sollte ich noch mitnehmen hier. Da sind in diesem Einsatz, glaube ich, 6 Fehler drin. Manche sind sehr offensichtlich. Manche sind versteckt. Gibt sogar richtig fiese. Ich werde euch das bei der nächsten Folge mal sagen, wie das... So, wo ist jetzt mein... Jetzt habe ich mich ja völlig verlaufen. Ne, das Huhn kenne ich noch. Okay, hier habe ich Bäume gehackt und hier ist das Loch. Okay, dann muss ich in die Richtung, alles klar. Ja, überlegt euch den Satz mal. Wir kommen dann gleich darauf zurück. Erstmal hier noch ein paar Eichen. Das sind zwar Eichen hier im Spiel, aber Eichen wachsen ja normalerweise nicht in Sümpfen hier, so, oder sagen wir mal so, nicht im Wasser. Könnte man dann sagen, das sind irgendwie andere Bäume. So, ups. Ja. Was ist denn das hier für ein Zeugs hier? Ach, hier sind noch Ranken. Ranken 1 Meter runter. So, ich glaube, da oben hatten wir unsere Bäume gepflanzt. Jo, da sind inzwischen auch schon ein paar entstanden, wieder neu. Wunderbar. Dann rennen wir gleich mal wieder rüber. Ja. Sehr schön. Danke, danke. Apple, Apple. Ach, zu Äpfeln, da könnte ich auch noch was erzählen. Mache ich dann auch nach dem Schlafen. Gleich rennen wir hier rüber. So, dann haben wir das hier schon mal soweit fertig. Und dann wieder ins Bett und vielleicht noch ein bisschen Sand gefarmt. Ja, wir machen das hier heute alles mehrfach. Ja, wir machen Arbeit, arbeiten hier, arbeiten da. Multitasking. So. Sind wir hier, jetzt können wir noch ein bisschen Sand farmen. Also alles wunderbar ausgenutzt hier. Sehr schön. Wie viel haben wir da noch? Wo sind wir jetzt? Wo ist die Sonne? Ach, da. Okay, dann schaffen wir nicht mehr viel, aber das ist ja auch egal. Das ist ja dann nur noch ein Zubrot hier. Eigentlich sammeln wir ja Holz. So, dann mache ich hier mal ich hier mal die Dinger rein in den Boden. Die Fackeln, ja. Die Fackeln, wie der Bayer sagen würde, oder der Österreicher. Das Fickelschiff. Fickele. Das Fickele. Die Fackel. So, dann nehmen wir die Dinger mal wieder mit hier. Und gleich geht's ins Bett. So, ein Haufen Fackeln. Oh, es wird schon duster. Woll. Und ins Bett. Und bevor es ins Bett geht, lese ich euch den Satz nochmal vor. Da könnt ihr ja dann nochmal memorieren. Euch überlegen, was da wohl falsch dran ist. Das Mädchen, das Minecraft spielte, hatte zu wenig Fensterscheiben gehabt, weil sie hatte zu wenig Sand gefarmt gehabt, trotzdem sie eigentlich Zeit gehabt hätte. Ihr wisst alle, was ich meine.